Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg verfügt über eine großartige Sammlung von Tasteninstrumenten. Was besonders fasziniert, ist die Sammlung des 19. Jahrhunderts, und dazu gehört auch ein Instrument von Camille Pleyel, das wir uns in diesem Fall genauer ansehen wollen. Bei uns ist und erläutert der Kurator dieser Sammlung, Olaf Kirsch. Herr Kirsch, ich habe gehört, dass die Familie Pleyel eigentlich Pleyel heißt. Was hat es damit auf sich? Ja, der Firmengründer war ein Ignaz Pleyel, der in Österreich Kompositionsschüler von keinem geringeren als Joseph Haydn gewesen ist. Und er war, wie das damals üblich war, als die Musikberufe noch nicht so in Sparten professionalisiert waren, er war in vielen Bereichen aktiv. Er ist dann nach Paris gegangen, eigentlich als Musikverleger. Viele Streicher werden ihn kennen, seine Duos für zwei Geigen, die gerne im Geigenunterricht verwendet wurden. Und Freunde haben ihn eigentlich überredet, ob er nicht Klaviere bauen wolle. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 1807 hat er dann in Paris seine ersten Klaviere hergestellt. Das ist ganz interessant. Es gab ja zwei Schulen des Klavierbaus, die in dieser Zeit wichtig waren, die Wiener Tradition und die englische Tradition. Und Pleyel, aus Wien kommend, mit dieser Wiener klassischen Musik eigentlich in seinem geistigen Gepäck, versucht so einen Ausgleich zwischen der Feinheit und der Brillanz der Wiener Instrumente mit der Klangfülle und der Sonorität der englischen Tradition zu verbinden. Für mich ist ganz auffällig, im Gegensatz zu dem Instrument, was wir uns ja auch angeguckt haben, von Brodmann aus Wien, dass wir hier einen etwas anderen Korpus haben. Woran liegt das? Ja, also wenn man das Instrument jetzt anschaut, so ein bisschen von der Wuchtigkeit, vom Gewicht, fühlen wir uns an moderne Instrumente erinnert schon. Und wenn wir hineinschauen, was Sie ja, glaube ich, ansprechen, hier diese Metallverstrebungen, werden notwendig, weil man viel dickere Saiten nimmt mit sehr viel stärkerem Saitenzug, weil man einen lauteren, kräftigeren Klang haben will, einen Klang, der auch lange stehen bleibt, um große Kantilenen, kantable Bögen spielen zu können. Und es wird notwendig, die Instrumente mit Metallverstrebungen zu stabilisieren. Interessant, dass die hier im oberen Bereich, im mittleren Bereich des Instrumentes angebracht sind, aber noch nicht an der Rückseite im Bassbereich, sodass man also eine gute Stimmhaltung auch der kürzeren hohen Saiten hier gewährleisten will, eigentlich aber noch von einem Holzkorpus als Klangkorpus ausgeht. Und wir können hier sogar noch eine kleine Klappe zumachen. So. Man kann sich durchaus vorstellen, dass man das so gespielt hat. Vielleicht, weil man nicht wollte, dass man in diese Metallkonstruktion so hineinguckt, was vielleicht noch eher als profanes Material galt, was man von Dampfmaschinen, von Lokomotiven so kannte. Zum anderen hat es auch klangliche Elemente als Schalldeckel, der den Innenraum so etwas abschirmt und vielleicht dazu führt, dass der Klang des Instrumentes insgesamt etwas homogener wird. Man kann den Deckel auch hochklappen und dann hat man sozusagen die moderne Spielsituation. Wird hier mit einem Lederriemen eingehängt. Trotzdem fällt auf, dass wir, was die Metallverwendung angeht, es etwas anders noch hatten damals im Verhältnis zu der Art und Weise, wie man heute innen drin den Korpus bearbeitet hat. Genau, also Sie sehen, dass die Saiten ja alle parallel durch das Instrument laufen. Heute haben wir den Basssteg mit den umsponnenen Saiten und der wird hier auf diese andere Seite gesetzt, sodass wir eine kreuzseitige Bespannung haben. Man möchte noch mehr Klangvolumen haben, man möchte Resonanzen haben, was man dadurch erzielt. Der Vorteil dieser Parallelbeseitung ist, dass er transparenter ist, dass wir eine größere Klarheit auch im Bassbereich haben. Es gibt ja sogar inzwischen den Versuch, den modernen Flügel mit einer Parallelbeseitung wieder zu beleben. Barenboim hat sich ja so einen Flügel bauen lassen und ist damit auf Tournee gegangen. Da sehen wir, finde ich, wieder sehr schön, dass es eigentlich in der Kunst im Instrumentenbau kein absolutes richtig, falsch, besser, schlechter gibt, sondern dass es Alternativen sind. Ich kann einen transparenten Klang haben, dann habe ich nicht diese Klangwucht. Ich kann möglichst ein enormes Klangvolumen erzeugen,
Das erkaufe ich mir aber, dass dann etwas Transparenz und Trennschärfe verloren geht. Eine letzte Frage, wenn ich diese schöne Maserung des Korpus sehe, dann frage ich mich zwangsläufig eigentlich, warum baut man nicht grundsätzlich diese Maserung, sondern warum hat man heutzutage diese Standards, dass grundsätzlich schwarz gespritzte, hochpolierte Flügel da sind? Ich bin häufig von Besuchern des Museums auch gefragt worden, wenn Sie sich hier umschauen, das ganze 19. Jahrhundert haben wir diese schönen Instrumente mit diesen edlen Holzfurnieren. Wann die Instrumente eigentlich schwarz geworden sind, so genau weiß ich das gar nicht. Das kennen wir ja von Fotos so, das muss irgendwie um die Jahrhundertwende gewesen sein. Ich vermute mal, dass es möglicherweise mit der Herrenmode einherging, als der Herr also einen schwarzen Frack trug, kamen auch die schwarzen Flügel auf die Bühne, aber das ist eine Vermutung von mir, also ist jetzt in Quellen von mir bisher nicht belegt, nachgewiesen. Warum wir jetzt diesen Standard schwarz haben auf der Bühne, das sieht ja vielleicht dann schon mehr nach Salon, nach Wohnzimmer aus und es ist ja auch jedem unbenommen. Es gibt ja auch heutige Hersteller mit Serien, mit edlen Furnieren, sich im Wohnzimmer so ein holzsichtiges Instrument aufzustellen. Auf dem Konzertpodium hat sich irgendwie das Schwarz so eingebürgert. Wobei man sich ja fragen kann, ob zu den edlen Streichinstrumenten, den Geigen und Celli in Holz, vielleicht nicht auch ein Holzkonzertflügel in der Optik auch schön wäre. Damit haben wir uns jetzt befasst mit einem Instrument, das in Paris gebaut worden ist. Ich sagte schon, 1847. Beim nächsten Mal werden wir einen Broadwood-Flügel uns genauer ansehen. Wir gehen dann von Paris nach London und werden dort ein anderes, ein neues Klangbild erleben. Es ist spannend. Wir haben im Grunde genommen eine Reise durch Europa von Wien über Paris nach London und dann geht es noch weiter nach New York. Aber zunächst einmal herzlichen Dank noch an Herrn Kirsch für diese Einsichten und auch die Aussichten.